Hallo, ich werde mich in diesem Video einige Male umziehen und ich möchte nicht, dass ihr auf eure Soundqualität verzichten müsst. Deswegen halte ich das Ansteckmikrofon jetzt in der Hand, weil ich kein anderes Mikrofon habe, okay? Wer mich und meine Fashion-Videos schon länger verfolgt, der hat wahrscheinlich mitbekommen, dass ich ein kleines Klamottenproblem habe. Also ich kaufe nicht irgendwie ständig zu viel Klamotten ein oder so, aber ich kaufe oft die falschen Klamotten ein, die nicht zu den anderen Sachen passen, die ich so besitze. Aber Leute, passt auf. Ich glaube, ich habe das Problem. Ich glaube, ich habe es gefunden und ich glaube, ich habe es auch gelöst mit meinem letzten Einkauf. Also mein größtes Problem war, dass ich nie Hosen... Ich fand Hosen sehr anstrengend. Also im Sommer war ich super zufrieden mit meinen Klamotten, mit dem, was ich anhatte, mit dem, wie ich aussah. Und dann wurde es kälter und eigentlich denkt man sich so, oh mein Gott, wenn es so Herbst wird, dann kann man so richtig coole Sachen tragen, so Oversize Pullover oder irgendwelche coolen Cardigans und Jeans und so. Und dann ist es kalt und dann weiß ich nicht, was ich anziehen soll. Ich habe mein Problem gelöst. Es liegt nicht an meinen Hosen, es liegt nicht daran, dass ich noch nicht die richtige Jeans gefunden habe oder dass ich nicht die richtigen Oberteile zu meinen 10 verschiedenen Hosen habe, die alle irgendwie gleich, aber auch irgendwie nicht aussehen. Es liegt einfach daran, dass ich keine Hosen brauche. Ich brauche sie nicht. Ich ziehe einfach was anderes an. Und das geht auch im Winter und Herbst. Also ab und zu finde ich auch so ein Outfit mit Jeans richtig gut. Also ich könnte es auch jeden Tag tragen, weil ich es so schön finde. Aber ich möchte ein bisschen Abwechslung in meinem Aussehen. Ja, okay, eigentlich baut jetzt alles auf demselben Schema auf. Deswegen ist da keine Abwechslung. Aber ich bin sehr zufrieden mit meinen neuesten Style-Errungenschaften. Ich möchte euch daran teilhaben lassen. Also viel Spaß. Ich sehe schon die Kommentare von wegen, ich könnte sowas nicht anziehen, da wäre mir viel zu kalt. Leute, wenn es draußen kalt ist, dann ist es draußen kalt und du kannst 2 Jeans übereinander ziehen und du wirst frieren. Also zieh einfach 5 Leggings übereinander an und dann ist es auch okay. Ja. So, ich hole dann jetzt mal die ersten Klamotten. Okay, fangen wir mit dem ersten Teil an, das ich mir neu gekauft habe. Und es hat noch nichts mit meinem Hosenproblem zu tun. Ich hatte einfach Bock auf einen neuen 5XL Pullover. Dieser Pullover ist aus der übergroßen Frauenabteilung und ist, glaube ich, wirklich eine 4 oder 5XL. Und ich finde, der sieht so schön aus. Und das wäre so ein typisches Outfit, was ich halt täglich tragen würde, aber nicht täglich tragen gesehen werden möchte. Und das ist halt so ein typisches Outfit, mit dem ich vollkommen zufrieden wäre im Herbst. Und zwar ist es einfach Pullover und Jeans. Und ich finde, es sieht gut aus, aber man kann da noch was draus machen. Und ich zeige euch jetzt, was ich daraus machen kann. So, also ich denke mal, die meisten könnten sich einfach einen viel zu großen Pullover kaufen und den als Kleid tragen. Aber ich bin 1,79 groß und mir sind die übergroßen Pullover immer noch zu kurz. Und jetzt habe ich die Lösung. Ich habe mir einfach ein Kleid gekauft. Das ist so ein ganz einfaches weißes Hemdkleid. Und das kann ich jetzt immer unter meine Pullover anziehen. Sieht das nicht richtig geil aus? Vor allem guckt hier oben dann so ein bisschen noch so ein Kragen raus. Und dann sieht es nicht mehr einfach nur gammelig cool aus, sondern es sieht gammelig schick cool aus. Ich bin einfach... Wow. So, und an alle Menschen, die mir jetzt sagen, aber Vanessa, es ist viel zu kalt draußen, um ein Kleid zu tragen. Ich habe vorgesorgt. Ich habe mir halt noch eine Mütze gekauft dazu, ne? Also ich würde natürlich, wenn ich jetzt mit diesem Outfit rausgehe, in irgendwie 8 Grad oder so, mir mindestens noch eine Strumpfhose runterziehen. Man könnte auch sich 5 Strumpfhosen anziehen und noch eine Leggings oder so. Aber ich finde, dann ist es schon ein ziemlich gutes, warmes Outfit. Außer du stehst halt 3 Jahre draußen. Aber wenn du den ganzen Tag draußen verbringst, dann ziehst du halt meistens auch nichts Hübsches an, sondern einfach was, was warm hält. Oh, ich liebe das einfach. Ich fühle mich so wohl in diesem Outfit. Ich könnte das jetzt jeden Tag einfach tragen. Ja. Und das ist jetzt mein Prinzip. Nämlich, ich habe mir noch ein paar weitere Röcke gekauft, mit denen ich halt genau das hier machen kann. So, als nächstes habe ich noch ein weiteres 4XL-Oberteil. Das ist jetzt aus der Plus-Size-Männer-Abteilung.
Oh, und ich finde das so schön. Das ist so dünner, das andere war ein Pullover. Das ist jetzt ein Langarm-Shirt und hinten ist so ein süßer Zahn drauf oder so. Genau, und hier drunter trage ich einen Rock. Das ist jetzt so ein Fake-Wildlederrock, der vorne einfach so diese Knöpfe hat. Und ich finde, der sieht so gut aus. Stellt euch den mal mit einer Strumpfhose vor, für alle, die jetzt schon wieder beim Anblick frieren. Aber da habe ich auch wieder vorgesorgt. Und so habe ich mir noch eine Mütze gekauft. Genau, und das, so würde ich das dann tragen. Mit Strumpfhose, Leggings, was auch immer, je nachdem, wie kalt es draußen ist. Oh, ich finde es so schön. Röcke sind so schön. Warum habe ich nie Röcke getragen? Genau, das war Rock Nummer 1. Kommen wir zum nächsten Rock. So, als nächstes habe ich mir diesen Rock hier gekauft. Das ist einfach so ein schwarzer Stoffrock mit Knöpfen vorne und der hat hier diese Latz-Dinger. Also das Oberteil, das gehört nicht zu dem Rock. Das ist einfach ein weißes Langarm-Shirt, was ich seit 5 Jahren oder so in meinem Schrank habe. Ich finde, der Rock sieht so süß aus. Hinten hat er einfach diese Dinger über Kreuz. Und was ich noch als Tipp geben kann für Röcke, also zieht dann einfach eine Strumpfhose an und über die Strumpfhose dann noch so eine ganz kurze Radler-Shorts. Ist das eine Radler-Shorts? Ne, Radler gehen bis hier, ne? Auf jeden Fall so eine kurze Shorts. Ihr könnt auch einfach irgendeine Leggings kurz abschneiden, sodass man die dann halt nicht sieht. Aber das gibt mir immer noch so ein bisschen mehr Sicherheit, dass nicht irgendwo doch vielleicht mal mein Po rausblitzt oder so. Und ich finde, das sieht so gut aus. Ich verlinke euch auch auf jeden Fall alles, was man noch kriegen kann, unten in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal nachschauen und ja. So, als nächstes habe ich hier diesen grünen Kordrock. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Pulli dazu passt, aber ich habe hier gerade keinen anderen Pullover. Ich glaube, Strickpullover würden da richtig gut zu aussehen. Der hat hier auch oben so einen Gummizug. Also, da kann man richtig viel reinstopfen. Der ist auch so ein bisschen länger, also da habe ich so überhaupt gar keine Angst, dass da mal was rausgucken könnte. Ich habe halt auch nie Röcke getragen, weil ich mich in Rock und Strumpfhose mal viel zu schick gefühlt habe. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, warum fühlt man sich zu schick? Das ist doch immer gut, sich so geil zu fühlen, wie man sich halt fühlen will. Aber ich finde, dieser Rock ist so eine gute Kombination aus schick und halt aber auch noch voll gammelig und schlicht, weil der halt ja, aus Kord ist. Und ich finde, Kord ist immer so ein bisschen chillig. Aber ich habe halt auch keinen Bock mehr, mich immer overdressed zu fühlen, sobald ich einen Rock anziehe. Wahrscheinlich guckt jetzt irgendwer dieses Video und denkt sich so, was labert die? Ich trage so oft in meinem Leben Röcke. Aber ich persönlich habe halt einfach nie Röcke und Kleider getragen. Und ich entdecke das gerade für mich so, lasst mir meine Begeisterung, okay? Ich glaube, einen habe ich noch und dann war es das auch mit dieser Bestellung. So, und das ist der letzte Rock aus meiner Bestellung und ich liebe diesen Rock, oh mein Gott. Also der sieht schon sehr schick aus, aber ich finde, der ist einfach so schön. Ich finde, er sieht auch so richtig festlich aus. Also das könnte auf jeden Fall ein gutes Weihnachtsoutfit werden. Der ist schon ziemlich knapp, also noch ein bisschen kürzer, mein Po würde rausgucken. Aber der hat so ein Material und der ist so festgenäht, dass der eigentlich nicht so viel rutscht. Bei so engen Röcken muss ich mich nur immer wieder mal selbst daran erinnern, dass meine Haltung gerade richtig scheiße ist. Und ich vielleicht so ein bisschen gerade stehen sollte. Aber ich stehe halt meistens einfach irgendwo so rum. Und ich glaube, den Rock, also so wie ich jetzt das mit diesem engen Oberteil trage, ist es halt wirklich sehr schick. Aber wenn ich diesen blauen Oversized Pulli darüber anziehen würde und der dann unten vielleicht nur so ein bisschen hervorschaut, dann wäre das wieder so ein richtig chilliges Outfit. So, und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, mein Mikrofon war okay und hat irgendwie funktioniert. Ich wollte euch einfach an meiner Freude teilhaben lassen und euch einfach zeigen, wie so einfache, simple Stofffetzen mein Klamotten-Game verändern können. Ich denke, es wird jetzt bald auch demnächst ein Lookbook kommen. Ich glaube, mein letztes Lookbook ist bestimmt schon über ein Jahr her. Also dieses Jahr habe ich gar keins gemacht. Oder doch? In der letzten Quarantänezeit, also in dem ersten Lockdown, da habe ich ein Lookbook gemacht. Das kam nicht so gut an, also müsst ihr euch beim nächsten Mal ein bisschen wieder anstrengen hier, ne? Ja, auf jeden Fall abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!